Willkommen zu Kita Today, unserem fast alltäglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind beide von den Kita-Rechtlern und das Internetportal infranken.de berichtet von einem mutmaßlich, ist ja noch nichts sozusagen abgeurteilt, ist alles noch im Ermittlungsverfahren, vielleicht steht eine Anklage an, jedenfalls von einem mutmaßlichen Vorgang in einer Kita in Bayern, in der wohl mutmaßlich zumindest eine der Erzieherinnen neben anderen mutmaßlich sehr schlimmen Sachen, die da zu lesen sind, auch Kinder oder ein Kind zumindest soll eingesperrt haben. Und das ist ein Anlass für uns an dieser Stelle, gerade weil es einen aktuellen Fall dazu vielleicht ja gibt, nochmal über dieses Einsperren und die ganzen Begleitumstände zu reden, weil wir zu häufig das Gefühl haben, dass genau das noch in Krippe und Kita praktiziert wird und man wohl zu häufig der Auffassung ist, dass das so eine kleine Bagatelle sei, die man, wenn man nicht mehr weiter wisse, wenn alles einem über den Kopf wachsen würde und weil die Belastung ja eh so stark ist, auch mal irgendwie machen könne, ohne dass das dann vielleicht allzu schlimme Konsequenzen hat. Aber weit gefehlt an dieser Stelle. Frau Kollegin, was ist denn mit diesem Einsperren letztendlich rechtlich, nicht nur pädagogisch, rechtlich vor allem verbunden? Naja, es kommt darauf an, was sozusagen der Hintergrund der ganzen Sache war. Und im deutschen Rechtssystem ist es so, dass unzulässige Erziehungsmethoden eben verboten sind, unzulässig sind. Und dazu gehört zum Beispiel eine körperliche Bestrafung. Und bei den körperlichen Bestrafungen versteht man unter anderem die Bewegungsmöglichkeiten des Kindes in irgendeiner Weise einschränken. Es zum Beispiel einsperren. Heißt also, wenn ich das tue, um das Kind für ein Verhalten zu bestrafen, dann ist das Ganze unzulässig. Und tatsächlich fällt mir nicht wirklich viel anderes ein, warum ich ein Kind in einen Raum, in einem Raum lassen sollte und die Tür zumachen sollte, als es für irgendwas zu bestrafen, zum Schutz oder sowas. Weiß ich nicht, fehlt mir die Fantasie gerade. Heißt also, meistens dürfte das wohl tatsächlich eine entsprechende unzulässige Erziehungsmethode sein. Jetzt gibt es natürlich häufig diese Schutzbehauptung, die Tür sei doch gar nicht abgeschlossen gewesen. Das spielt wohl dann auch keine Rolle, oder? Das spielt wahrscheinlich auch keine Rolle, denn es kommt darauf an, wie das Kind das sozusagen empfindet. Und wenn dem Kind gesagt wird, du bleibst jetzt da drin und dann wird die Tür zugemacht mit viel Tamtam, dann denkt das Kind, okay, ich muss hier drin bleiben und komme nicht raus. Völlig unabhängig davon, ob es vielleicht schon an die Klinke kommt oder nicht. In dem Fall tatsächlich soll die Erzieherin ja dann auch immer wieder die Tür zugezogen haben. Heißt also, auch dieses Nicht-Abschließen tut da überhaupt nichts zur Sache, wenn das Kind den Eindruck hat, ich komme jetzt hier nicht raus, ich kann mich jetzt hier nicht weiter frei bewegen. Jetzt haben wir wieder die Abwandlung und die Schutzbehauptung. Ja, ja, ich hätte doch dieses Vorgehen mit den Eltern abgesprochen. Die wissen ja, dass ihr Kind sehr anstrengend sein kann. Und ja, die Mama oder der Papa haben zugestimmt, dass ich in den Phasen, wo das Kind seine Auskreiser, wie wir immer das auch benennen wollen an dieser Stelle, seine herausfordernden Momente hat. Ja, das ist doch abgesprochen gewesen. Ich soll das Kind in einem Raum Tür zu einfach wüten lassen und gut ist. Da? Am besten haben es die Eltern auch noch selber vorgeschlagen, weil sie es zu Hause ja auch machen. Nein, das gilt natürlich trotzdem nicht, ist insbesondere keine Entschuldigung, denn die unzulässigen Erziehungsmethoden zielen nicht nur auf pädagogische Fachkräfte ab, sondern auf jeden, der irgendwie mit den Kindern erzieherisch sozusagen arbeitet. Heißt also, die Eltern dürfen das nicht, die pädagogischen Fachkräfte dürfen das nicht und auch sonstige Personen in der Kita dürfen das trotzdem auch nicht. Denn wann auch immer ich ein Kind entsprechend bestrafen möchte, ist das Ganze unzulässig. Und wir gehen zur weiteren Schutzbehauptung, die auch immer ganz gerne dann vorgebracht wird in diesen Fällen. Ihr da draußen merkt schon, wir haben leider zu viel davon immer auf unseren Schreibtischen, deshalb auch Anlass für dieses Video. Ja, das sei eine ganz besondere Tür, die hätte eine Glasscheibe oben irgendwo und ich konnte die ganze Zeit das Kind ja sehen und das Kind hatte das Gefühl gehabt auch, dass es gesehen wird. Ändert auch wohl nichts, oder? Nö. Nein.
Tür ist zu und Tür ist dann so zu, dass das Kind das Gefühl hat, ich komme hier nicht raus, ich darf hier nicht raus, und dann haben wir eine unzulässige Erziehungsmethode. Das Ganze kann natürlich auch noch strafrechtlich relevant werden, so wie vielleicht mutmaßlich in diesem Fall in Bayern, über den heute berichtet wird auf diesem Internetportal. Denn wir kommen, wenn wir jemanden einsperren, dazu, dass das Ganze eine Freiheitsberaubung sein kann. Aber hallo, eine richtig fette Freiheitsberaubung, die bekanntlich einen Straftatbestand darstellt. Wir haben auch die Nötigung vielleicht noch, die wir uns da vorstellen können. Und wenn das Ganze häufig passiert wird, können wir auch noch bei der Verletzung der Fürsorgepflicht vielleicht einen Haken dran machen, um es hier... fallen mir noch ein paar andere juristische Sachen ein, die da auch noch eine Rolle spielen könnten. Also, dieses Einsperren ist kein Kavaliersdelikt. Dieses in einen Raum reinpacken und sagen, du bleibst hier drin, und wenn der Raum noch dunkel ist, wird's noch gruseliger. Das ist alles schwarze Pädagogik. Das ist lange nicht mehr erlaubt und wird, wenn es herauskommt, garantiert nicht toleriert werden. Weder von uns, weder von Ermittlungsbehörden und garantiert nicht von Eltern, die das meistens überhaupt nicht witzig finden an dieser Stelle. In dem Sinne, haltet durch.